Du war dann, Dragimila. Ich habe sehr, sehr gerne mit dir die letzten Jahre im Agrarausschuss zusammengearbeitet. Ich glaube, dass wir vor allem im Rahmen der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik sehr erfolgreich waren. Und vor allem durch deine Unterstützung konnten wir wirklich sehr viel für unsere jungen Bäuerinnen und Bauern im Bereich der Landwirtschaft erreichen. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg für die Wahlen und würde mich sehr freuen, in der nächsten Legislaturperiode im Europaparlament wieder mit dir zusammenzuarbeiten.